Da geht noch was. Oh Gott, dein Hintern ist im Fernsehen. Ja, ja. Das war super. Ich habe mich auch wieder mehrfach verliebt gerade in den letzten Minuten. Da sind hübsche Kerle da. Was? Au, das darf keiner wissen. Ach so, sorry. Wir haben hier diese tolle Facebook-Seite, facebook.com/energyberlin. Und es gibt ein paar Hörer, die engagieren sich da richtig fleißig. Und die wollen wir heute hier an dieser Stelle mal belohnen. Und zwar mit Einblicken Backstage, hinter der Bühne und so weiter. Deswegen holen wir gerne mal Dennis und Nicole. Dennis 31 aus Ludwigsfelde, Nicole 26 aus Ludwigsfelde. Kommt mal bitte zur Bühne, eure Chance, das ganze Backstage zu sehen. Die haben uns immer ordentlich auf Facebook unterstützt, Fragen beantwortet, Hörern geholfen. Und deswegen kriegen Sie jetzt als Dankeschön diesen Einblick. Also kommt mal ran. I am the first to recognize the virtue in everything you are, in everything you try to be. Dennis! Was wird denn das? Dennis! Hallo Dennis, komm einmal zum Publikum, feiern wir einmal Dennis ab. Applaus für Dennis! Und da ich dich über alles liebe, wollte ich dich heute fragen, ob du mich heiraten willst. Ja. Ja, natürlich. Ist das süß. Ich will auch verheiratet werden. Sie hat ja gesagt. Ja. Ein Applaus für die Paula Dennis. Danke Marlon für den Dreh. Thank you. Ich gehe jetzt Marlon heiraten. Hier ist der Mann von der Energy Toast Show aus Stuttgart, Jens Messmann. So sehen Menschen in Stuttgart aus. Sag mal Hallo. Ist schwierig ohne Inja, ich weiß, aber sag mal Hallo. Hallo Berlin! Ja. Außerdem haben wir noch unsere Freunde von Energy Hamburg, Nürnberg und München da, natürlich. Minga in the house. Merkt euch nochmal mein Gesicht, liebe Münchner. Wir treffen uns dann wieder zum mittleren genau. Wiesenwochenende zum Wetttrinken. Zum Vasen wollte ich eigentlich auch, zum sagt man, ne? Der Vasen wollte ich eigentlich auch mal kommen, aber ich kann euch das ganze Jahr übersaufen, weißt du? Achtung, ich spiele mal das Publikum. Ja. Was ist denn der Vasen? Der Vasen ist quasi die Wiesen von Stuttgart, aber halt nicht ganz so gut. Wir machen richtig Lärm bei drei. Ja, ja. Eins, zwei, drei. Ein bisschen Schwanz auf. Ihr seid auf drei. Eins, zwei, drei. Jetzt wollen wir nochmal auf drei das ganze Strandbad Wannsee hören. Eins, zwei, drei. Seid besser als Madame Tussauds. Das war doch toll. Applaus. Reklame. Und dann der Bosshaus. Sing it! Genau. Ich zähle bis 10. Dann werde ich euch springen sehen. Eins, zwei, drei, vier.
Stelle nochmal einen schönen Gruß an den Bühnentechniker, der wirklich sang und klang, bis hier die Bühne repariert hat, die der Dicke, also Icke, kaputt getanzt hat. Na, Mäuschen, ist alles gut? Aber ich lass dich nicht mehr hüpfen. Was hast du da denn los? Ein Handtuch. Du bist ein Handtuch. Der Kameramann weiß jetzt schon, wen wir meinen. Guck mal, jetzt dreht sich ja noch mit dem Hintern zur Kamera. Ich werde ohnmächtig. Weil sie sich sehen wollen. Ja, du bist gemeint, Blondie. Guck mal, jetzt aus Gründen des Jugendschutzes können wir den Rest nicht zeigen. Hey, da ist sie wieder. Hey, du hast eine super Schleife um. Eine super rosa Schleife, die ist schön. Ich stehe noch vorne mit Schleife. War die aus dem Wendy-Heft? Guck mal hier, das kann man ja hier auch ein Bierchen machen.